Merchandise zu meinem neuen Video. ja, heute habe ich mich ganz spontan dazu entschieden, dass wir ein Video machen, wo er mit mir, also nicht 24 Stunden, aber er redet mit mir nur Albanisch. Und wir sind gerade unterwegs, wie ihr sehen könnt. Wir haben hier unsere Fahrräder. Und jetzt gerade bei McDrive, weil wir wollen ganz kurz was zum Mittag holen. Nachher fahren wir Richtung Zürich und wir werden dort auf jeden Fall Bilder machen. Und wir werden noch ein bisschen Fahrrad fahren heute. Und deswegen sind wir auch schön angezogen, aber wir haben natürlich noch was anderes mit dabei. Und ja, er wird heute, wie gesagt, mir Albanisch reden. Nur Albanisch. Ciao, was dann? Ich will ein Fish Mac. Und ja. Ja, dann ist Many Medium. Mein Albanisch ist nicht so gut, Leute. Aber I try my best. Und ja. Pommes, Wasser mit. Später kommt dann auch sein Friseur. Wasser mit oder ohne? Mit. Auch mit Wasser, ja. Aber mit Kohlensäure auch. Und später kommt dann sein Cousin mit uns mit. Und da fahren wir zusammen ein bisschen Fahrrad. Wir haben so Mountainbikes, aber Elektro. Weil sonst so anstrengend, weil heute ist wirklich sehr heiß. Also es ist so heiß und das Auto hat keine Klima, Leute. Was ist das? Also eigentlich haben wir auf ganz kalt, aber er meinte, dieses Auto hat noch keine Klima. Das ist zu alt dafür. Naja, auf jeden Fall. Das hier ist mein Fahrrad. Das ist seins. Da hinten haben wir noch meinen Rucksack drin und mein Stativ für Fotos und Decken und alles. Und ja, wir sind richtig ausgerüstet hier, Leute. Hey, deine Mutter hat mir vorhin ein Wort beigebracht. Also, hört schnell. Konzentration. Tedua, Tschüssmann. Tschüssmann. Ah, für immer. Ah, Tedua, per Tschüssmann. Ja. Ich liebe dich für immer. Ja. Weißt du was? Chapo Bon Sot heißt, was machen wir heute? Chapo Bon Sot? Komm ich auf die Ziklas. Ede? Ede. Genommen bei Foto. Aha. Ede Video. Video? Ah, okay. Ede. Ja. Genommen bei Theater. Was wir sonst noch machen? Mit Fisch. Ja, merci. Merci. Es grüßt dich. Ich verstehe keine Deutsch. Oh. Ich nicht gut sprechen Deutsch. Was Paloma Ball? Paloma, Po. Schum Paloma. Keine Ahnung. Ich weiß, gehen wir hin, Autobahn. Okay, jetzt gehen wir Autobahn. Oh mein Gott. Chill, diese Ampel wird wieder grün. Nein, ich go. Oh, hallo, meine Velos hängen drin. Ich lasse gerne mal unter den Bock. Das weiß ich nicht, was das heißt. Jetzt hast du mir. Ah. Wo hast du jetzt? Ah. Scheiben rauf, das wird heiß hier drin. Wuiu. Happy Meal. Per Mo. Oh, ich schau richtig. Ah, und das ist per Tü. Was ist das? Per Tü. Bro! Was du aufmachst? Hörst du mich? Bitte nicht nach. Du musst, also, warte, wieso haben wir das jetzt bekommen? Wegen Happy Meal? Ja. Oh, nicht ja. Abodon Paloma? Amania. Amidi. Okay. Ja. Du. Dreh. Gotter Pass. Josh Stott. Vietnam, Vietnam. So, also ich habe Pommes. Ede Fischmeck. Ey, schon wieder. Das stimmt nur mal mit dir. Pommes schmecken zwar noch gar nichts, aber egal. So, jetzt erstmal tanken, weil er meinte drum, wenn der nicht genug Tank drin hat, dann stellt er einfach ab. Das wollen wir natürlich nicht. Ah, oh, kurz Alarmanlage los. Oh mein Gott. Leute, es ist so heiß hier drin, ich kann es sich gar nicht vorstellen. Es ist wirklich so heiß. Auf jeden Fall tanken wir jetzt ganz kurz, wir haben jetzt gegessen. Und wir holen aber nachher auch noch mal ein bisschen was zu essen, so
ein bisschen Picknick-Snack-mäßiges. Und dann gehen wir an den See, chillen da ein bisschen. Müssen noch ein paar Sachen für unseren Urlaub erledigen im Sommer. Wir haben einen wunderschönen Urlaub geplant, halt, ich freue mich so. Und dann später eben treffen wir uns mit seinem Cousin, seiner Frau und noch zum anderen Pärchen. Und dann fahren wir ein bisschen Fahrrad, gehen dann noch was essen später. Und ich freue mich. Also ich bin ja im Moment eigentlich am Albanisch lernen. Also am Albanisch lernen kann man dem jetzt nicht sagen. Aber natürlich will ich Albanisch können, so schnell wie es geht. Ist aber nicht so schwierig, ist halt nicht so einfach. Aber ich versuche mein Bestes, so einigermaßen. Ich versuche eben auch mit ihm ein bisschen mehr zu reden. Das hilft halt extrem, wenn du mit deinem Partner reden kannst. Weil wenn du halt nicht mit ihm redest, ich rede eigentlich auch nur Deutsch mit ihm. Und seine Eltern ja auch eigentlich mit mir. Aber wir versuchen, also sein Vater redet schon mehr mit mir Albanisch. Aber seine Mutter halt eher weniger. Und er hat sowieso nicht. Aber deswegen muss ich jetzt ein bisschen dazu zwingen, mit mir mehr Albanisch zu reden. Weil nur so lerne ich es. Verstehen tue ich eigentlich, also viel jetzt nicht gerade, aber ich kann halt die Zusammenhänge langsam so ein bisschen verstehen. Aber selber reden ist halt echt schwer, muss ich sagen. Das fällt mir wirklich enorm schwer. Das kann ich doch nicht so gut, leider. Leider kann ich es nicht so gut. Aber ich bin ja auch erst so seit einem halben Jahr plus minus dran und ich denke, es wird immer einfacher und einfacher. Und da kommt mein Semraime. Semraime. Voll. Jetaime. Was? Was? Labisch jetzt. Wo ist Medol, Baba? Kuost, wo ist? Medol. Medol. Ausgang. Ausgang. Ah. Das Wetter ist richtig schön heute. Eigentlich hätten wir echt baden gehen können. Es ist so heiß. So Leute, wir sind jetzt hier und wir suchen uns jetzt, also wir müssen jetzt erstmal zu dieser Wiese laufen und dann, ja, sind wir endlich dort. So sieht das aus hier, richtig schön am Meer, würde ich gerade sagen, am Strand. Naja, fast, ne? Nur fast. So, wir haben jetzt einen Platz gefunden. Wir ruhen uns jetzt ein bisschen aus, weil ein bisschen anstrengend ist gerade, weil es halt schon warm ist heute. Was heißt es? Es ist heiß. Schon satt. Schon satt. Very schon satt. Was? Very fett. Very fett. Die Bukrosch. Ich muss wirklich Albanisch reden. Hätte du auch schon. Oder ne? Doch. Und was heisst? Was sagst du nachher? Ich? Ja. Die schon Bukrosch hätte du auch noch nicht. Ja, schon bekroche Poma Emira. Aber ich bin schöner als du. Oder was? Du bist die schönste. So Leute, richtig schön. Wir haben jetzt hier so einen Platz gefunden, der hier ist am Fressen. Boft mir. Wir haben jetzt ein paar richtig süße Bilder gemacht, Leute. Richtig schön. Sieht richtig schön aus, der Hintergrund, beide weiß. Ich liebe das so matchy. Wieso? Pse? Du willst deine Fans auch. Red Albanisch. Hey, ist sicher mit. Jo, gib ich das wieder. Mama. Ich weiß nicht, wie der jetzt schon wieder essen kann. Ich kann nicht schon wieder essen. Ich habe von diesem Mac gerade irgendwie genug. Weiß auch nicht warum. Richtige Kaffee. Tja. Kaffee oder Macaferie auf meinem Bein. Bub. Bub heißt Kaffee. Buba. Buba. Buba ist ein Augenmensch, so ein Zack. Er kam aus einer Art. Also, Zack, dass man sich. Tschüre, Buba. Tschüre. So, tschüre. Ivo! Leute, da verarscht mich hier die ganze Zeit, ey. Hallo, ey, was ist denn los, ey? Ich mache jetzt eine Insta-Story und zeige, dass wir hier sind. Ich gehe, glaube ich, noch auf den Berg. Tschüss! Hey, Mann. Merde, Daniel? Jo, Spodu. Waar is mijn stoffen?
Nein, ich wollte nicht, habe ich gesagt. Es klappt irgendwie nicht so ganz gut mit nur Albanisch heute. Also er versucht es zwar, aber... Chille, Mut! Ja, Arsch. Ah! Chille! Bubba! Bubba. Schwätze Sackeli. Da, Suchuk. Überall. Seine Mutter sagt ihm immer Suchuk hier, wenn man so Fettrollen hat. Deswegen Suchuk. Ja, ich hab Fettrollen. Oh, du hast. Heide Biff, mal Foto. Heide. Heide Boina. Heide Boina Foto. Heide Boina Foto. Und jetzt kommt Schürer raus, oder was? Danke, Schärfi, aber ich muss aufsparen. Bitte die Schürer. Ich nehme mal diese hier. Ich liebe die. Sind so mit. Chipsa Bashia. Chipsa Bashia. Was? Bashia. Aus Kichererbsen, Erbsen und Bohnen. Levit. Was ist denn? Was? So ist hier ein Buba. Tschüss. Muss ich blähne? Hey, Max, ich brauch mal. Ich sag, dass sie Chips ohne Geschmack kaufen, die nicht so groß. Hört bitte nicht auf den, okay? Die sind gut. Opu Doll. Dumme Sierra, Mann. Budal, Budalitz. Wie sieht das an dir aus? Oha, die ist so heiß. Okay, nein, das geht gar nicht. Ui, ist ein bisschen eng. Das ist so eine Brille, die kann man nur so tragen, sonst sieht sie blöd aus. Also so sieht sie richtig doof aus. Kannst du nur so tragen. Für was trägst du so? Because of the style. Hello again. Ja, wir haben den nächsten Tag, wir haben gestern nicht mehr weiter gefilmt, einfach weil ich war dann am Fahrrad fahren und da habe ich irgendwie nicht so Bock gehabt zu filmen. Ich war dann auch irgendwie mega müde danach und ja, deswegen dachte ich mir einfach, wir setzen heute den albanischen Vlog fort. Ich habe gerade geduscht, meine Haare gewaschen und warte jetzt drauf, dass mein Freund zu mir kommt, weil wir essen jetzt gemeinsam was, weil wir sind nämlich momentan beide allein zu Hause. Und ja, ich habe ihn jetzt heute zu mir eingeladen, sag ich jetzt mal, damit wir zusammen essen. Ich habe auch schon ein paar Sachen vorbereitet. Einmal hier diese Zugetti Gemüseplätzchen, die sind mega lecker, bekommt ihr da zwei. Dazu mache ich einfach so eine Pullebrust und Kartoffeln im Ofen und als Dessert. Und als Dessert gibt es dann hier diese Joghurette Erdbeeren Schokoladen. Keine Ahnung, was ich jetzt gar nicht mit dem sagt. Ich hab das auf Instagram entdeckt, dieses Rezept, und es sieht so lecker aus. Und ich wollte ihn damit überraschen, weil er mag auch gerne solche Desserts. Und deswegen, ja, habe ich das für ihn gemacht. Oder für uns, besser gesagt. Ich habe ja auch Bock drauf. Und ich freue mich voll, die auszuprobieren. Aber ich bereite schon mal die Kartoffeln und so vor, weil wir haben jetzt auch schon fast 7:30 und wir sind echt beide ziemlich hungrig. Er hat heute auch ein bisschen länger gearbeitet. Deswegen, ja. So, Leute, ich habe jetzt das Poule gemacht. Er ist jetzt auch hier. Und dann die Kartoffeln. Die Kartoffeln sind auch im Ofen jetzt. Ja. Ich mache jetzt noch so eine Soße mit Joghurt und Chiasamen drin. Gesund, ne? Heute muss er mal gesund essen mit mir. Heute gibt es eine Soße mit Joghurt und Chiasamen drin und Limetten und Limette und Salz. Doch. Das ist, weißt du, wie gesund ist das? So, das ist die Soße, die habe ich jetzt gemacht. Ich habe noch ein bisschen Chili-Flocken reingemacht. So sieht die aus. Bisschen Zitrone, Salz und ich hoffe, die schmeckt einigermaßen gesund auf jeden Fall. Ich bin echt gespannt, wie ihm das schmeckt, weil ich mag solche Sachen sehr gerne, aber ich weiß halt nicht, wie es ihm schmeckt. Probieren wir mal. Nee, ich habe das selber. Das habe ich zum ersten Mal heute gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das schmeckt. Das ist das Problem. Vielleicht habe ich es auch nicht gut hinbekommen. Ich weiß auch nicht, wie die Soße schmeckt. Apotagona! Wie Peter fast mit Lauch. Wie Pite? Mhm. Ja, wie fängst du halt davon? Wie meine wie Lasagne, die Mutter macht. Mit Lauch. Ha? Sie macht die Lasagne mit Lauch. Was laberst du? Das ist fein. Schon mehr. Was heißt das? Schon mehr. Ah. Aha, aber so auf Hochalbanisch oder was? Nein, der lustige Dialekt.
Okay. Lumschen durch. Hast du, also hast du die wirklich gerne oder tust du jetzt nur so? Sicher nicht die gern. Du wirst doch die nicht einfach essen. Apotacona in Vergangenheit. Was sagt man dann? Apakoite. Ja, das Dessen müssen wir noch probieren, aber noch nicht jetzt. Aber nachher müssen wir das probieren. Wenn? Heißt das, wann wir das essen oder was? Keine Ahnung. Einfach, also, oder willst du das jetzt schon essen? Oh. Wirklich? Prima? Prima? Tasche, Tasche. Kurma. Jetzt? Ich hab dort noch Riegel und das schon jetzt. Aber nicht. Das ist mir jetzt ein bisschen zu viel Text. Also nochmal etwas mit Albaner. Essen immer, haben immer Hunger, oder was? Warum liebe ich da nicht 800 Jahre? Ach. Was? Oh. Kiri! Ey, diese blöden Katzen haben hier einfach meine Schnur mit nach unten genommen. Haben hier eine riesen Sauerei gemacht. Ich muss das nachher irgendwie wieder zusammen. Apodon Dessert. Oh. Okay. Heide. Was ist ja gehegt, oder? Sieht schon Bukarosch aus. Damit sieht einfach schöner aus, das Grüne, deswegen ist er da dran. Das ist nur Dekoration. Ist gesund, Grünzeug. Apotagona. Mhm. Mhm. Ja. So, haben wir jetzt gegessen. Also vorhin ja schon. Und jetzt chillen wir hier noch ein bisschen auf dem Balkon und genießen noch so ein bisschen die letzten, also ne, Sonnenstrahlen sind es ja nicht mehr, aber es ist immer noch sehr angenehm draußen. Also jetzt kann man auch draußen sein, weil durch den Tag ist eh viel zu warm. Deswegen ja. Hier, wir haben so ein Sofa hier. Was habt ihr eigentlich so für im Sommer geplant? Würde mich mal interessieren, was ihr so geplant habt diesen Sommer, weil man kann ja eigentlich wieder überall hin, glaube ich, ohne Einschränkungen. Ich glaube, man muss ja, glaube ich, nirgends einen Test haben oder so, glaube ich zumindest. Würde mich mal interessieren, was ihr so für Pläne habt. So Leute, ich denke, ich beende jetzt hier den Vlog. Es waren zwar nicht ganz 24 Stunden, aber plus minus, wenn ihr mal wieder so ein Video sehen wollt, let us know. Let us know from... ja. Und Samne. Wir sind jetzt gerade noch ein bisschen im Hotels angucken und ja. Heute irgendwie mega Kopfschmerzen langsam, ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu wenig getrunken. Aber ja, dann würde ich sagen, bis jetzt beim nächsten Video wieder. Bye! Tung! Not an Amir. Not an Amir. Keine Ahnung. Okay, tschüss!